Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Sims 4 Star Wars. Reise nach Batuu. Und jetzt will ich noch ein paar Credits abschöpfen. So. Mit wem, was sollst du denn, Kumpel, beschaffen? Das könnten wir doch... Oh Gottchen, ist der süß. Druiden der BB-Einheit oder der im Bezirk der ersten Ordnung bestellt werden. Ah, das ist damit gar nicht gemeint. Okay, dann halt nicht. Dann muss ich das anders machen. Wir sind ja sowieso bei der ersten Ordnung. Droiden-Persönlichkeitschip des Widerstands kaufen. R-Einheit bestellen. Ja, dann... werde ich mir doch mal ein bisschen Altmetall besorgen. Und dann kann ich mir nämlich eine R-Einheit bestellen. So, wie... ich würde schon gerne so... Ja, ich glaube, das kann man so lassen. An den kann man auch umbenennen. Ich nenne den Schnuffi. Frag mich nicht, warum. So. Na du? Über Programmieren machen. Oh. Dann tun wir auf jeden Fall vom Widerstand schwärmen. Ist der dann in unserem... Nee. Ah, er ist richtig süß. Okay, was sollen wir denn sonst machen? Noch eine Kiste öffnen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Kiste öffnen will, die dann gesehen wird. Die ist ja leider schon offen. Wir können auch unseren Droiden, genau. Macht der das jetzt? Wo ist er jetzt? Ah, guck mal, da fährt er. Er ist sehr süß. Geil. Hat er es nicht geschafft? Nicht überschreiten, ja. Das ist sehr schön gelaufen. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Dann müssen wir mit dir ja auch noch einen Droidenkumpel beschaffen. Wenn schon, denn schon.
So, dann holen wir mit ihr, holen wir auf jeden Fall die kleinere Version. Und zwar in Schwarz. Das Ding, genau. Und das dazu. Ach, ihr sammelt auch zusammen. Ist das nicht schön? So. Die sehen richtig cool aus. Nach Batu fragen. Von der ersten Ordnung schwärmen. Er ist richtig süß. Wir hatten hier schon unsere Bedienfelder, ne? Was müsst ihr denn noch? Die fünf Ausweise überprüfen und du musst hier eigentlich noch eine Kiste öffnen. So, dann versuch du doch mal die Kiste noch mal zu öffnen. Ja, der hat's doch das letzte Mal auch nicht geschafft. Oh, danke schön. So, dann machen wir das noch mal. Wir versuchen unser Glück. Ich bin mal gespannt, ob er das hinkriegt. Ach nö. Jetzt darf ich den Kack hier auch noch reparieren. Na super. Hallo. Na? Oh Mann. Hacke die Sicherheitstür. Ja, super. Oh! Wieso werde ich denn jetzt? Festgenommen werden? Nein. Wie komme ich dann wieder frei? Nein. Kann ich dann auch wieder rauskommen? Eieiei. Das ist natürlich sehr schön gelaufen für unsere Tanja. Da können wir noch Credits abschöpfen. Das Romantikfestival, aber daran interessieren wir uns im Moment nicht. So, fünfmal mit dem Millennium-Falken erkunden und Rang 5 des Schurkenrufs erreichen. Ja, das sollte kein Problem geben. So, was ist bei dir? Erste Ordnung über. Da müssen wir jetzt auch mal hin. Dieses Kanal, die Kisten werden bewacht und du sollst einen Droiden bauen, der die Wachen ablenken kann, ja. Unser Kleiner hier, der ist. Hat ja mächtig funktioniert. Müssen wir jetzt erstmal reparieren.
Erfordert Geschicklichkeitslevel auch noch das. Na super. Vielleicht funktioniert der Kack ja. Dein Droide hat erfolgreich das gehackt. So. Und jetzt? Aber irgendwie... Hacke die Sicherheitstür der Frage, ja, ist in Ordnung und... Kann jeweils nur eine Mission aktivieren? Ja, ist ja gut. Nein! Okay. Ich bin hier immer. Natürlich, wenn wir aufs Klo müssen und sie den Fehler macht. Ich muss nicht schon wieder verhaftet werden. Ich will doch nicht kämpfen. Ah, okay. Aber wir müssen ja auch noch andere Dinge mal machen. Und zwar gehen wir dafür jetzt wieder in den Außen. Ach, Mann. Okay, dann müssen wir doch abwarten. Aber jetzt können wir doch reisen, oder? Aber wir haben ja noch Dinge zu tun. Und das Inventar, Droide, Devil, Tanja, Schnuffi. Ja, in Ordnung. So. Unsere Aufgabe ist nämlich zur Aufklärungsmission aufbrechen. Und du sollst an einem Bedienfeld dingsen. So, Willi navigiert den Falken zum Planeten Katonika und landet im Raumhafen von Kanto Bight. Für einen Schurken wie Willi ist die zur Schaustellung von Reichtum sowohl abstoßend als auch anziehend zugleich. Chewbacca bleibt im Falken, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Willi geht von Bord und sieht sich Auge in Auge mit dem Sicherheitspersonal konfrontiert. Willkommen im Kanto Bight. Den Ausweis bitte. Ah, ein Reisender, der meine Sprache spricht. Vielen Dank und willkommen in Kanto Bight. Einen schönen Aufenthalt. Gut, dann gehst du halt mal schlafen. Willi betritt das Casino. Überall herrscht Tumult. Abgesehen
von ein paar Sabbat-Spieler, die still über ihren Karten brüten. Bei dem Betrieb wird der Überfall schwierig werden. Willi sollte sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Dann Casino-Boden oder Tresorraum auskundschaften. Ja, komm. Du gehst jetzt auch mal schlafen. Warte, du gehst jetzt erstmal aufs Klo und dann schlafen. Die verstärkte Stahltür zum Tresorraum wird sicher nicht leicht zu überwinden sein. Ganz zu schweigen von den Wachposten. Ein Lichtschwert oder Thermaldetonator wäre sicher hilfreich für den Raubüberfall. Das Casino ist einfach umwerfend. Die Gäste sind hübsch gekleidet und gut betucht. Willi erkennt in einer solchen Menschenmenge vielfältige finanzielle Möglichkeiten. Er speichert alles ab. Türsteher, Kopiers? Na, egal. Das Verhalten der Gäste, Schichtwechsel. Willi ist aus geschäftlichen Gründen hier, aber vielleicht bleibt ein wenig Zeit für ein schnelles Spiel. Hondo würde das verstehen. Vielleicht würde er ihn sogar dazu ermutigen. Ja, komm. Wir könnten mit dir doch eigentlich einen Schlafersatz kaufen. Willi nähert sich dem Hesser-Toss-Spiel. Er platziert eine Wette, nimmt den Würfel in die Hand und wirft. Willi hat verloren. Die Casino-Besucher in der Nähe stöhnen enttäuscht auf. Ja, okay. Hat halt nicht funktioniert. Sobald Willi im Besitz der Credits ist, muss er schnell die Biege machen, bevor die Polizei von Canto Bite auftaucht. Soll er austesten, wie lange die Polizei braucht, um zu reagieren, oder soll er die Kanalisation als potenziellen Fluchtweg auskundschaften? Kanalisation auskundschaften. Willi hebt das Kanalgitter außerhalb des Casinos und steigt in den Schacht. Das Weglabyrinth ist beinahe so überwältigend wie der Gestank. Ein Droide könnte das Gebiet scannen und schnell eine Route ausarbeiten. Oder Willi könnte es auf eigene Faust erkunden. Auf jeden Fall muss er eine Entscheidung treffen, bevor der Gestank ihn überwältigt. Selbst erkunden. Wir haben ja keinen Droiden. Samba, Shimba. Ah, Ina. Willi bahnt sich einen Weg durch die Abwasserkanäle. Es gibt einen langen, frei zugänglichen Weg und einen effizienteren Weg mit einem verschlossenen Tor. Vielleicht könnte Willi es mit einem Werkzeug aufschneiden. Es dauert eine Weile, den besten Weg zu ermitteln, und der Gestank ist wirklich ekelhaft. Anschließend möchte sich niemand mehr in der Nähe von Willi aufhalten. So. Den hätten wir schon mal erledigt. Irgendwo muss ja noch einer sein, glaube ich. Was seid ihr? Spire. Dingsbums scannen. Also ist ja nicht nur einer. Da sind wir.
Also irgendwie bin ich jetzt zu blind oder so, um noch so einen Hacker-Bedienfeld-Außenposten, um die erste Ordnung Dings zu installieren. Ja, und wenn die nur einen haben, zumindestens. Ah, guck mal, hier ist da noch einer. Der Überfall wird nicht einfach werden, aber zumindest hat Willi jetzt das Terrain sondiert. Rundo wird begierig darauf sein, den Plan zu beenden, sobald er den kompletten Bericht von Willi erhält. Voller Zufriedenheit über die gesammelten Informationen steigt er in den Falken und kehrt nach Partout zurück. Und da ist er auch schon. Dann kannst du direkt den Bericht erstatten. Und danach kannst du gerne schlafen gehen, so ein bisschen. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Jetzt erzähl mir alles, was du erfahren hast. Und was soll das jetzt? Oh, ein Datenstift. Ja, genau. Ich habe jetzt auch Zeit dafür. Dann gucken wir mal, ob wir hier Glück haben. Jetzt habe ich dieses Ding wieder verloren. Die kann doch gar nicht weit gewesen sein, oder? Weit weg? Warst du doch nicht. Ach, das. Wenn da auch ein Depp davor steht. Ich will jetzt gerne, dass du, aufhörst damit, weil ich da jetzt dran will. Oh, warte mal, dich können wir gerade mal überprüfen. Oder nicht? Kann ich deinen Ausweis mal sehen? Nee, kann ich nicht. Gut, dann werde ich das jetzt hier hacken. Und dann können wir die erste Ordnung Dings installieren. Und dann müssen wir nur noch eine finden, ne? Also, das haben wir ja schon gemacht. Nee, haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten das. Okay. Dann können wir ja Bericht erstatten. Wir müssen ja auch irgendwie mal vorankommen. Ich werde dich auch mal mitnehmen. Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich da wirklich reinkommen soll. In der Frachthalle der ersten Ordnung. Das ist doch die. Oh Mann. Einen Augenblick, ich muss mal was trinken. So,
In der Frachthalle der Astronauten befindet sich eine Versorgungskiste. Nein, das ist doch der falsche. Müssen wir sowieso reparieren, ne? So, du kannst jetzt erstmal Bericht erstatten, aber der Fuzzi ist hier nicht da. Müssen wir jetzt erstmal wieder warten. Ach, guck mal, da ist er doch. Was? Ernsthaft? Nee. Du bist vielleicht ein Arsch. Wie sind wir denn so gestellt, ja? Dann können wir noch mal gucken, dass wir eine Mission annehmen. Ein Wissenschaftler soll im Black Spire Außenposten an einer neuen Technologie arbeiten. Die gesamte Kommunikationsapparatur unter unsere Kontrolle bringen. Wenn wir alle Frequenzen überwachen, ist der Widerstand funktionsunfähig. Okay. Klicke auf den Holotisch in der Frachthalle. Und dann werden wir doch mal den Standort von unserem Dings. Dings, hm? Kannst jetzt mal hier hin und reparierst deinen Scheiß. Nee, du lässt mich in Ruhe, du Blödmann. Sind wir wahrscheinlich wieder gleich verhaftet? Natürlich darf ich jetzt nicht mehr reisen. Ah, die hat's aber auch echt nicht leicht, unsere Tanja, ne? Wenn das halt nicht so geht, müssen wir es so machen. Nee? Das ist irgendwie doof. Weil jetzt hier auch so viele rumlaufen. Kann man nicht den irgendwie verdingsen?
Na komm. In der Prachthalle. Ja, in der. Aber wo ist hier denn bitte eine? Also ist das hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh je. Kann ich den Auftrag auch canceln, weil mir ist das zu blöd. Weil ich weiß nicht. Und dann werde ich mal gucken, dass ich in der nächsten Folge was anderes annehme. Und dann fahre ich. Ich werde da dann schon mal hinreisen zum Widerstand. Ist ja nicht schlimm, wenn ich schon ein bisschen überziehe die Folge. Weil wir haben jetzt so viel Zeit mit dieser Mission irgendwie verschwendet. Und es funktioniert irgendwie nicht. Also zumindest haben wir kein Glück. Ja, nee. Es gibt ein paar Dings um. Information, tu alles Elektrische, dass wir. Ja, okay. Nee, warte. Wenn du uns Essen und Altmaterial bringen könntest, wäre das eine große Hilfe. Ich nehme aber das hier. Im Bezirk der ersten Hecken und auf Daten. Auf Daten. Ja, das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Aber zuerst gehen wir. In, ja, okay, wir können nur mit Tanja, weil die ja auch gerade hier ist. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit, unsere Dilara. So. Jetzt sind wir hier in der. In der Dings wieder, ne? Wo ist denn unser? Der Wissenschaftler hält sich in Oberst, finde ihn und überzeuge. Ja, das wird ja, denke ich, kein Problem sein. Du hast gar keine Mission. Und zwar nehmen wir wieder die vom Chewbacca an. Da müssen wir sowieso im Millennium Falcon rumschwören. So, derweil warten wir auf unseren Wissenschaftler, der sich hier eigentlich aufhalten soll. Du bist es wahrscheinlich nicht. Ja, wir brauchen jetzt auch unbedingt noch mehr Fischspezien. So. Schurke? Schurke? Erste Ordnung? Nee, du bist es nicht. Du bist doch bestimmt jemand, oder? Kommunikationswissenschaftler. Überzeugen dich mal mit Credits. Ich teile die Ansichten der ersten Ordnung nicht, aber ich könnte das Geld gebrauchen, um meine Arbeit voranzubringen. Du hast mich überzeugt. Ich hole meine Sachen und wir treffen uns in der Nähe von Lieutenant Agnon und der Frachthalle der ersten Ordnung. Du. So, wenn du hier Chewbacca unterstützt, kann ich dann trotzdem reisen?
Weil ich möchte auf jeden Fall Bericht erstatten. Was musst du eigentlich machen? Ich weiß gar nicht mehr, was sie machen soll, deswegen nehme ich sie mal mit. Ach ja. So, aber meine Lieben, ich mache hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Episode und bis dahin sage ich Tschüss.